Das Trainingslager des FC Hansa Rostock wird euch präsentiert von Germania und kurzurlaub.de. Nachdem die Trainingsbelastung gestern etwas runtergefahren wurde, standen für die Profis am Tag 8 des Trainingslagers wieder 2 Einheiten auf dem Programm. Also für uns war das Ziel, dass wir heute Morgen einen Reiz im athletischen Bereich setzen, was so Sprünge, Agilität angeht und dann eben auch schon ein Stück auch unsere Philosophie vorwärts verteidigen, Individual-, Gruppentaktik. Und das haben die Jungs sehr, sehr gut umgesetzt. Trotz Regen und Wind, die von Stunde zu Stunde stärker wurden, ließen es sich unsere mitgereisten Fans natürlich trotzdem nicht nehmen, das Trainingsgeschehen wieder direkt am Platz live mitzuverfolgen. Ja, das gibt natürlich immer ein gutes Gefühl. Die Jungs sehen, dass sie unterstützt werden. Das nehmen ja auch viele dann wahrscheinlich ihren Jahresurlaub, um hier dabei sein zu können und die Mannschaft zu unterstützen. Und das ist einfach auch, ich denke schon, das zur Motivation beiträgt. Als kleines Dankeschön für die Unterstützung vor Ort gab es für die knapp 100 Fans zur Erinnerung an das Trainingslager in Belek direkt nach der Vormittagseinheit dann noch das obligatorische Gruppenbild mit der Mannschaft, bevor es dann trotz der alles andere als angenehmen Bedingungen mit Sturmböen und Regen vergnügt ins Mannschaftshotel ging. Die zweite Einheit startete für die Profis zunächst im Kraftraum des Mannschaftshotels. Nicht ganz wie geplant, aber immerhin konnte es danach dann doch noch auf dem Platz weitergehen. Und das Nachmittagstraining musste nicht wie zunächst schon befürchtet komplett nach drinnen verlegt werden. Ja, am Ende mussten wir dann trotzdem etwas umdisponieren, weil der große Platz gesperrt war. Wir konnten aber die Inhalte, die wir platzieren wollten, und zwar war das Umschalten in Form einer Spielform, recht gut umsetzen. Ich glaube, die Jungs hatten Spaß, haben ordentlich mitgemacht und Konkurrenz war groß. Ob drinnen oder draußen, begleitet werden alle Einheiten hier im Trainingslager in Belek von unserem Physioteam Frank Scheller und Tobias Hamann. Während Scheller heute Nachmittag Außendienst hatte, kümmerte sich Tobi um Delangelo Williams, der beim Teamtraining wegen muskulärer Probleme aussetzen musste. Und mit Erik Gründemann, der sich im Aufbautraining befindet, im Hotelpool erstmal ein paar Bahnen zog, bevor es dann mit einem individuellen Stabi-Programm weiterging. Aber nicht nur während der Einheiten sind unsere Physios gefragt. Vor allem nach dem Training geht's für die beiden nochmal richtig ins Eingemachte. Tja, nach dem Training heißt es Regeneration, kleine Blessuren versorgen und halt gucken, dass die Jungs fit wieder auf dem Platz stehen zur nächsten Einheit. Das ist so unser Programm und das ist, ja, das kann ein Teller bunte Knete sein. Das ist von Massage bis Verbände, Strom. Wir haben alles dabei. Und das kann für den Laien unter Umständen auch mal etwas seltsam aussehen. Also es ist eine Regenerationshose, die kühlt. Und bei entsprechend dicken Beinen macht es auch ein bisschen Kompression sogar. Aber da muss er erst noch hinkommen. Ansonsten ist es wie gesagt Regeneration. Und wenn du natürlich halt ein paar Blessuren an den Beinen hast, auch gleichzeitig schon wieder ein bisschen entzündungshemmend und schwellungsreduzierend auch wieder, ja, schon ein bisschen therapeutisch denn. Das klingt auf jeden Fall sehr effizient und muss sich doch auch unheimlich gut anfühlen, oder Michel? Es ist sehr kalt und ich denke mal, es lockert die Muskeln. Wie kalt ist es denn? Das ist unbeschreiblich. Musst du selber testen. Würdest du nochmal in die Hose steigen? Nein, ich möchte nicht.